Wie ist es möglich, für ein einfaches Webseitenprojekt heutzutage zwischen 5.000 bis 25.000 Euro zu verlangen? Wie schaffen es hochpreis Webdesigner, diese Preise abzurufen? Es gibt zwei große Entwicklungen, die dafür sorgen, dass diese Preise immer mehr und immer stärker am Markt realisiert werden. Und es gibt einen weiteren Trend, der dafür sorgt, dass du unbedingt dich damit beschäftigen solltest, über die wir jetzt sprechen. Der erste Grund ist, dass es immer mehr Anbieter gibt, die digitale Angebote haben oder immaterielle Angebote, die man nicht wirklich sehen kann. Das heißt also, es gibt immer mehr Wissensdienstleister, Leute, die ihre Expertise verkaufen, zum Beispiel Coaching, Beratung, Agenturdienstleistungen, wo wir nicht erkennen können, was genau hinter diesem Angebot steckt. Das heißt, wir können das Angebot nicht sehen. Wir können es also nicht dreidimensional uns anschauen, wir können uns kein Bild davon machen. Und genau da kommt unter anderem Webdesign ins Spiel. Denn was kennen wir denn von einem Anbieter, außer seinen Social-Media-Auftritt? Nun ja, primär seine Webseite. Da informieren wir uns als erstes über einen Anbieter, und über sein Angebot. Und dementsprechend ist die Webseite der zentrale Knotenpunkt, der, wenn dieser Punkt hochpreisig inszeniert wird, dafür sorgt, dass jemand mehr Anfragen gewinnt, ein höheres Vertrauen genießt, damit auch in Verkaufsgesprächen einfacher verkauft und vor allem auch höhere Preise abrufen kann. Das heißt, die Webseite ist zentral und absolut kritisch im Online-Marketing 2024 und fortfolgend, gerade bei hochpreisigen Anbietern, ja, bei Dienstleistern, die selbst Produkte zwischen 5.000, 10.000 Euro, 25.000 Euro, 50.000 Euro und mehr teilweise verkaufen. Also Coaches, Beratern, Agenturen, Experten, auch Offline-Unternehmer, die in diesem Preissegment unterwegs sind. Das sind genau solche Anbieter, die unfassbar stark davon profitieren wenn ihre Unternehmensmarke oder ihre Personenmarke hochwertig online inszeniert wird. Ja, denn je mehr das Unternehmen online so aussieht, als hätte es bereits andere hochpreisige Kunden oder als sei die Dienstleistung sehr wertig ja, durch Fotos, Videos, aber auch vor allem auch das Webseitendesign, desto einfacher fällt es einem solchen Unternehmen, selbst Hochpreise abzurufen, Kunden zu gewinnen und Vertrauen auch zu genießen am Markt. Das ist der erste große Trend, aufgrund dessen das Thema Hochpreisiges Webdesign immer stärker am Kommen ist. Der zweite Trend ist, dass es einen sehr, sehr starken Differenzierungsdruck gibt. Das heißt, in jedem Markt sind alle möglichen Positionierungen mittlerweile vorhanden und auch gut gefüllt mit Wettbewerbern. Und die meisten können mit einer simplen Landeseite die zwar gute Werbetextart, aber nicht viel hermacht, sich nicht mehr visuell oder optisch stark absetzen vom Wettbewerb und dementsprechend gibt es einen gewissen Druck, ja, sich einerseits visuell zu differenzieren, einen einzigartigen Look zu kreieren oder aber mehr oder ganz andere Arten von Informationen zur Verfügung zu stellen im Vergleich zum Wettbewerb. Das heißt, es gibt immer Mehr die Entwicklung von einer simplen Landeseite, einem One-Pager, wo es nur eine einzige Webseite gibt, wo eine Verkaufsargumentation drauf ist, hin zu einer Transformation zu wieder vollständigen Webseiten mit ganz vielen kleinen Unterfunnels, die wiederum dann den Informationsbedarf des Publikums stillen und dafür sorgen, dass es zusätzliche Conversions gibt. Das heißt, es gibt ohne Ende Webseiten. Die jetzt neu angefasst werden müssen, für die neue Unterlandeseiten erstellt werden müssen, die neu gedacht werden müssen, die umfangreicher werden müssen, weil man sich kommunikativ unterscheiden und differenzieren will, weil man sich im Look und Feel unterscheiden und differenzieren will. Und dementsprechend gibt es hier einen starken Bedarf am Markt, selbst bei denjenigen, die schon gut konvertierende, gut aussehende Seiten haben, sich noch weiter zu differenzieren und die Webseiten an sich neu anzufassen. So. Und jetzt gibt es hier schon sehr viele Anbieter am Markt, die auch diese Preise abrufen, aber die meisten davon sind kleine Freelancer, nur selten gibt es da sehr, sehr große Agenturen, die sich schon so professionalisiert haben, dass sie im großen Team das Ganze am Fließband durchführen können. Und das sorgt dafür, dass wir sehr viel Bedarf haben, aber nur bisher einen kleinen Teil der Dienstleister, die es verstanden haben, in diesem Segment das anzubieten. ja, und die dementsprechend sehr stark ausgelastet sind. Also wenn du heute versuchst, jemanden zu kriegen, der dir eine hochwertige Webseite im Premium-Segment herstellen kann und das auch wirklich gut macht, dann wirst du immer warten müssen. Ja, die meisten von denen sind wochenlang, monatelang teilweise ausgebucht. Und du kannst heute jemanden ähm, beauftragen und der setzt sich vielleicht in acht Wochen dann zum ersten Mal dran und legt dann los. Ja, wir erleben das regelmäßig bei Baudekruten, dass diese anfangen hochpreisig zu verkaufen, diese Ideen umzusetzen, aber auch dann sofort. Wochen und Monate lang ausgebucht sind. Und allein unsere Kunden haben so einen großen Bedarf danach, diese Premium-Webseiten zu bekommen, die im hochpreisigen Bereich unterwegs sind, die auch wirklich diese Inszenierung erfüllen, dass wir einen so starken Bedarf am Markt sehen, ähm, da weitere Freelancer auf dieses Thema aufmerksam machen zu, zu müssen oder auch mehr Leute, die sich zum ersten Mal selbstständig machen wollen, an das Thema heranführen zu müssen, dass wir uns entschieden haben für unsere Seite business.de am kommenden Sonntag den 25. Februar um 11 Uhr ein Live Webinar abzuhalten, wo wir dir alles rund um dieses Thema Hochpreis Webdesign Verraten werden. Ja? Wie du diese Fähigkeit aneignest, wo die Knackpunkte da sind, also wer ist die richtige Zielgruppe dafür, zu welchen Preispunkten, wie müssen die Verträge aussehen, wie kann ich auch Wartungsverträge unterbringen, sodass ich also dauerhaft bezahlt werde für meine Webseitenprojekte, wie kann ich die Kunden finden, die eben höhere Preise zahlen, wie kann ich das Angebot dafür positionieren, ähm, wie kann ich aber auch grundlegend diese Fähigkeit des Hochpreis-Webdesigns lernen, ja? wie kann ich da mit modernen Software-Tools das Ganze. Automatisieren teilweise sogar. Wie kann ich da sehr, sehr schnell Webseiten bauen, auch als Anfänger oder Quereinsteiger? Wie kann ich das Ganze mit den Farbpaletten machen? Was ist mit den Bildern, den, den, den Videos auf den Seiten? Wie muss das Ganze inszeniert werden? Wo kommt es da wirklich drauf an, um höhere Preise durchzusetzen für meine Kunden, ja, die sich da inszenieren wollen mit meiner Webseite? Äh, wie arbeite ich mit Kunden zusammen? Wie bekomme ich da die ersten zahlenden Kunden? Und so weiter und so fort. All diese Themen werden wir. Komplett für Leute, die es zum ersten Mal kennenlernen, das Thema Hochpreis-Webdesign, aber auch solche, die vielleicht schon Webdesigner sind und deutlich höhere Preise abrufen wollen, am kommenden Sonntag, den 25. Februar um 11 Uhr in einem Live-Webinar vollständig aufarbeiten. Wenn du dabei sein willst bei diesem kostenlosen Live-Webinar, das mehrere Stunden gehen wird, dann klick jetzt auf den Link hier in der Videobeschreibung oder den wir hier gerade einblenden am Bildschirm. Trag dich ein, sei dabei und du kannst wirklich live dabei sein, wenn ich persönlich mit dir das Ganze durchgehen werde und diesen großen Themenkomplex, ja, der immer spannender wird, wo immer höhere Preise abgerufen werden, wo es sich immer mehr professionalisiert, wirklich komplett zu durchdringen und davon stark zu profitieren. Denn wenn dein Ziel es ist, ist ja, zwischen 10.000 bis 30.000 Euro pro Monat Umzusetzen als Freelancer im Bereich Webdesign, egal ob du das schon machst und höhere Preise abrufen willst oder von Null gerade startest und zum ersten Mal eine wertvolle Fähigkeit erlernen willst, dann ist dieses kostenlose Webinar genau das Richtige für dich. Also, klick jetzt hier auf den Link und sei am 25. Februar um 11 Uhr live dabei. Ich freue mich auf dich, dein Andreas